Servus Leute, Gott sei Dank wieder mal draußen heute und wurde auch allerhöchste Zeit. Ich wollte euch ein paar Dinge vorstellen. Zum einen habe ich von einem Bushcraft-Kumpel ein Bivi erworben und dann gibt es ein bisschen was zu einem Buch von einem super genialen Autor, Sascha Beasley heißt der. Der hat auch mit anderen Verrückten hier einen Kanal, Ruhrpott Outdoor, top empfehlenswert, da müsst ihr auch mal reingucken. Aber ich wollte euch was kurz zu diesem Buch sagen und darüber hinaus natürlich ganz zum Schluss, wenn wir zum gemütlichen Teil kommen, gibt es noch eine Pfeife mit einem Tabak, der genauso heißt wie mein Sohn. Also, bleibt dran. Ja, hier also die Vorstellung vom Snackpack Stratosphere. Das ist ein Bivisack, der ist 2,10 Meter lang. Und 80 cm breit und ca. 50 cm hoch, natürlich an der höchsten Stelle, und das ist eben der Kopfbereich. Der ist wasserdicht, das heißt, er kann am Bodenmaterial eine Wassersäule von 8000 mm ab und kann am Obermaterial eine Wassersäule von 5000 mm ab. Ich habe natürlich hier noch einen Aufbau gewählt, dass ich das ganze System unter einem Tarp gepackt habe. Natürlich haben wir heute sehr, sehr gutes Wetter, aber im Falle eines Falles dürfte das auch noch mal Regen und vor allen Dingen auch Wind abhalten. Der wiegt 1,3 Kilo, also ist extrem leicht, kommt in einem kleinen Packsack und ist wirklich super leicht aufzubauen. Wir haben hier ein Kreuzgestänge, das sind Aluminiumstangen, die man auch aus dem Leichtzeltbereich kennt, Ultraleitbereich, und die lassen sich einfach zusammenstecken. Innen drin verläuft eine Art Gummischnur. Und dann kann man die sozusagen hier durch die beiden Laschen hindurchschieben und schon passt das Ganze. Die sind sogar farblich gekennzeichnet. Das heißt, hier sehen wir, das grüne Gestänge geht eben durch die grüne Lasche durch und das schwarze Gestänge eben dann andersrum. Die Kopffreiheit mit 50 Zentimetern ist völlig ausreichend. Hatte ich erst nicht gedacht, aber das funktioniert einwandfrei. Und der Vorteil dieses Bivisacks ist, dass man eben von der Seite hier reinsteigen kann. Der Bivisack hat ein Moskitonetz und er hat im rückwärtigen Bereich hier nochmal so eine Abspannfläche, eine Art First. Ja, der Einstieg in den Bivisack ist eigentlich extrem einfach. Durch diesen seitlichen Verschluss kann man hier also einfach einsteigen. Ich habe jetzt hier drin einen einfachen Sommerschlafsack, mal zum Testen. Eine Thermarest aufblasbare Isomatte. Das heißt, das Ganze sieht dann so aus. Und von innen und von außen kann man den dann schließen. Im Kopfbereich ist Platz für sogar einen kleinen Rucksack, irgendwelche Wertsachen und so weiter. Und wenn man das Ganze dann schließt, dann ist man nicht nur weg, sondern auch geschützt. Ja, und der Ausstieg geht genau andersrum. Das Gute ist, er macht wirklich einen sehr robusten Eindruck. Das ist einmal, glaube ich, 50er Denier Nylon, das andere ist irgendwie 70er Denier Nylon. Also der Boden ist etwas dicker, soll er ja auch sein. Ich habe hier dennoch nochmal so eine einfache Baumarktplane drunter gelegt, weil
Man weiß nie, was irgendwie doch durchstechen kann. Aber das ist ein Setup, was in der Übergangszeit, in der kalten Jahreszeit mit Sicherheit funktioniert. Was ich schon gemerkt habe beim Testschlafen ist, das Ding wird richtig warm. Das heißt also, man braucht gar nicht den Defense 4 als Beispiel von Carinthia hier reinpacken, sondern es reicht ein etwas dünnerer Schlafsack. Das wärmt ganz gut und ich muss sagen, das ist wirklich bequem. Es gibt Leute, das weiß ich auch, die haben da etwas Klaustrophobie drin, aber ich muss sagen, das passt für mich. Einfach mal googeln, den gibt es bei diversen Anbietern. Auch nur in dieser Farbe, das ist so ein Olivton. Mitgeliefert wird einmal ein Kompressionssack, dann natürlich der eigentliche Bivisack, Aluminium, Erdnägel und genau das Gestänge haben wir noch an Bord. Und 1,3 Kilo lässt sich leicht transportieren. Packmaß würde ich sagen, ist maximal 50 cm lang und von der Dicke her sind es vielleicht noch 20. Also das lässt sich ganz gut unterbringen. Und im Falle eines Falles ist das schnell aufgebaut und man kann da relativ schnell reinschlüpfen. Das war's zum Snackpack. Ja, kommen wir nun zum literarischen Teil. Ich hatte ja schon eingangs gesagt, ich wollte einen Buchtipp abgeben und zwar heißt das Buch Zurück aus der Hölle. Ich bin eigentlich durch einen dummen Zufall darauf aufmerksam geworden, auf den Autor, weil der Autor hat mit einigen anderen Verrückten, aber eigentlich ist er primär derjenige, einen eigenen Kanal auch auf YouTube. Und die Jungs gehen auch relativ viel raus und machen da lustige Sachen in der Natur, gerne auch im Wald. Und dieser Kanal heißt Ruhrpott Outdoor. Wenn er mal reingucken möchte, es lohnt sich wirklich. Also ich habe nicht nur mega viel Spaß, sondern auch hat es noch einen gewissen Lerneffekt. Aber über Ruhrpott Outdoor wollte ich gar nicht reden, sondern ich wollte über den Kanalinhaber, wenn man so will, reden, über den Sascha Biesli. Sascha Biesli ist ein Ruhrpott-Junge, ist 73 geboren, kommt aus Dortmund und der Mann hat wirklich eine bewegte Vergangenheit. Der ist mit 19, wahrscheinlich davor auch schon, mal ganz mächtig in die Schieflage geraten, hat leider einen Menschen sehr wehgetan. Und war dafür auch dann im Knast gewesen. Aber er hat dann die Wende gemacht und hat sich neuen Aufgaben gewidmet, nämlich der Sozialarbeit, der Gewaltprävention und hat eben auch ein Buch veröffentlicht, Zurück aus der Hölle. Der Mann ist auch Videofilmer, Ruhrpott Autor ist ja sein Kanal. Autor macht Lesungen und hat auch inzwischen eine eigene Serie. Ich meine auf ARD Info, das blende ich aber noch ein, falls das nicht richtig ist. In dieser Sendung geht es um soziale Randgruppen, die er besucht in Deutschland. Ich habe das Buch gelesen und ich war wirklich hellauf begeistert. Das ist überhaupt keiner, den man irgendwie stigmatisieren müsste, ganz im Gegenteil. Der Mann hat wirklich hervorragend die Kurve gekratzt, hat sich wieder neu aufgestellt und hilft und kommt eben auch sehr gut an, weil er ist eben authentisch. Und ich glaube, das ist wesentlich. Der hat sich nicht mehr zu verstellen. Ich glaube, er hat sich auch nie verstellt, aber er hat jetzt zu sich gefunden und liest also vor Schülern, auch vor Strafgefangenen eben und erzählt eigentlich aus seinem Leben. Und das Buch handelt davon, von dieser ganzen Geschichte, ist erschienen im Ulstein Verlag, müsste um die 16,90 € kosten. Das ist für mich wirklich ein ganz heißer Buchtipp. Ja, ich habe gesagt, der Mann kommt aus Dortmund. Ich selber komme auch nicht aus Bayern, sondern aus dem Rheinland. Ich kann also wirklich nur dieses Buch empfehlen und ich möchte auch seinen Kanal empfehlen, Ruhrpott Outdoor. Wirklich klasse Kanal. Man hat da wirklich mächtig viel Spaß mit den Jungs. Sie sind meistens mit mehreren verrückten Menschen unterwegs und wirklich klasse Kanal. Lohnt sich da mal reinzugucken. Das war so ein bisschen heute mein Videoteil für diejenigen, die sich für Outdoor und Bushcraft Survival interessieren. Für diejenigen, die auch gerne mal eine Pfeife rauchen, kommt jetzt gleich noch was. Diejenigen, die Pfeife rauchen, nicht mögen,
können jetzt abschalten und sich vielleicht ihrer Frau oder ihrer Freundin oder ihrem Mann widmen. Also, schönen Sonntag. Ja, servus Pfeifenfreunde. Wenn ihr es bis hierhin ausgehalten habt, gibt es jetzt noch etwas für die Pfeifenenthusiasten. Ich finde, es gibt keinen besseren Ort als draußen eine Pfeife zu rauchen, insbesondere dann, wenn man einen schönen Tag gehabt hat, jetzt in dem Fall hier im Wald, ein Lager aufgebaut hat, was Ordentliches gegessen hat und die Sonne scheint. Es sind also flockig locker, würde ich sagen, ungefähr so 10 Grad jetzt, in der Sonne wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Irgendwie, glaube ich, kommt der Frühling und das finde ich auch gut so. Ich bin hier im Raum Fürstenfeldbruck. Hier sind wirklich ausgedehnte Nadelwälder, gemischt mit Mischwald und Laubwald vor allen Dingen. Aber hier jetzt ist ein schönes Fichtenareal und das mag ich besonders. Aber ich wollte nicht über Fichten oder Laubwälder reden, sondern über einen Tabak, den ich aktuell jetzt gerade rauche. Und ich habe den Tabak gekauft, weil er genauso heißt wie mein Sohn. Nämlich Valentin. Der Valentin ist von mir, aber der Tabak, der ist von Pfeifenhuber. Wie ihr wisst, ist das ein Ort, der mich immer magisch anzieht. Und da ich noch nicht so fit bin in der Tabakkunde wie ihr, lese ich mal kurz vor. Also Tabaksorten Virginia, Black Cavendish und Burley. Ist ein aromatischer Tabak, Loose Cut. Dezent fruchtige Mischung aus doppelt fermentierten Black Cavendish mit einem zarten Vanillezusatz, verschiedenen Virginias mit leichten Zitrusanklängen und nüssigem Burley. Ein köstliches Aroma von süßen Himbeeren und Rotwein sorgt für einen herrlichen Raumduft und hinterlässt auf der Zunge den typischen Rotweingeschmack. Das Aroma-Rating von Huber zwischen 1 und 5 ist 4, also der ist hoch aromatisch. Abbrand ist gleichmäßig, das kann ich bestätigen, und die Stärke ist 2. Notiz, süß, weich und betörend mit typischem Rotweinaroma und einer Ausgeglichenheit durch den Himbeerduft. Und ich muss sagen, ich teste ja gerade noch Tabake, also das nächste, was ich in Angriff nehmen möchte, ist vielleicht mal ein Engländer. Björn Rippen hat da auch einiges immer wieder zuvor gestellt, andere natürlich auch, aber noch bin ich bei den süßen Geschichten. Und draußen kann ich den wirklich sehr gut rauchen, drinnen geht das nicht so, da bekomme ich ein bisschen einen schweren Kopf. Aber wenn man diese Dose öffnet allein schon, dann haut es einen wirklich in die Ecke. Also das ist ein Duft nach Himbeeren, so eine Rotweinnote drin, ich muss sagen, echt klasse. Und das war echt ein Zufall, weil ich habe den Tabak gesehen und habe gesagt, ey, der heißt genauso wie mein Sohn, müssen wir ausprobieren. Und ich muss sagen, das hat sich wirklich gelohnt. Ja, das war's. Zunächst einmal wieder hier kurze Tabakvorstellung. Geraucht wird das immer noch in meiner Sir John. Das ist meine erste straight, sozusagen lange, große Pfeife. Die Nummer 3. Ich habe jetzt mich auch ein bisschen mehr mit der Faun Mini anfreunden können. Insbesondere, weil ich gemerkt habe, dass in so einem kleinen Pfeifenkopf aromatische Tabake einfach nicht gut schmecken. Und wenn man einen klassischen Virginia drin raucht, ist alles gut. Der brennt dann auch relativ gut ab. Und ich glaube, das passt irgendwie besser zu so einer Pfeife mit einem geringeren Füllvolumen. Ja, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Genießt noch den Sonntag. Stoß auf euch an mit Kaffee, nicht mit Whisky, aber ich glaube, das kann ein nächstes Thema werden. Also, alles Gute, macht's gut und bis bald.